Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und Tigger. Und ich begrüße euch zum neuen Video. Wir machen jetzt ein Unboxing-Video. Ich habe Anfrage gekriegt. Ich hatte von denen ja schon mal ein Mikrofon, was mich positiv überrascht hatte. Von Maono. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ja, da bin ich richtig heiß, das soll wohl LEDs hier unten haben. Also das soll wohl alles leuchten und kann man sich einstellen. Da bin ich mal sehr gespannt. Da machen wir jetzt erstmal ein Unboxing. Das switche ich gleich mal in die Unboxing-Ansicht. Und dann werden wir es am PC anschließen. Und dann werden wir es auch am PC mal testen, wie es sich anhört. Also das hat einen USB- und XLR-Anschluss. Also man kann beides nutzen. Ich bin mal gespannt. Ich habe kein XLR, also ich habe kein Mischpult oder irgendwas, wo ich XLR anschließen kann. Also ich kann leider nur den USB testen und für euch zeigen. Und das werden wir uns dann auch zusammen anhören. Also ich werde dann ohne Filter, ohne irgendwas im Test aufnehmen. Und dann hören wir uns das zusammen an und dann bin ich mal gespannt, wie da sich schlagen wird. Aber jetzt wechseln wir erstmal in die Unboxing-Ansicht. So, da sind wir jetzt auch in der Unboxing-Ansicht. Ich habe es noch nicht ausgepackt. Ich weiß noch nicht, was sich alles drin befindet. Hier steht es auf jeden Fall RGB. Manono Link. Da bin ich mal gespannt. Und vor allen Dingen, wie das aussehen wird. Und das ist das PD100X. USB XLR Dynamic Mikrofon. Haben wir hier noch irgendwas Wildes drauf? Nö, hier stehen dann halt nur die Anschlüsse USB und XLR. RGB. Touch Mute, also mit Mute-Taste. Ständer. 2 in 1 digital. Na, gucken wir mal. Da muss man ein bisschen beiseite schieben, damit das nicht beim Aufmachen gegen die Kamera donner. Machen wir noch ein Stück höher, dass ihr ein bisschen besser sehen könnt. So, dann haben wir einmal die Anleitung mit bei. User Manual in Englisch, Deutsch. Ja, und ich denke mal Japanisch und Chinesisch. Ich, keine Ahnung. Die Schriftzeichen sehen für mich leider gleich aus. Ah, hier sehen wir den Niere sehen wir. Und da haben wir dann, dass wir Klinke noch mit anschließen können, um uns selber zu hören. USB oder hier XLR. Das werden wir dann gleich alle testen. So, was haben wir hier? Packen wir erstmal aus. Das ist aber leicht. Was haben wir hier noch was? Ne, das war's schon. Los war's schon. So, dann kommen wir erstmal zum Mikrofon an sich. Was sieht, also ich muss schon sagen, dass es sieht richtig geil aus. Oh, da kann man auch dann gleich direkt an Stativ. Gut, bei mir jetzt nicht, weil ich krieg meins nicht mehr ab. Meine Adapterschraube. Aber es sieht schon geil aus. Hier ist der Mute-Knopf. Laut, leise. Ist auch gleichzeitig ein Knopf. Hier steht Manono. Ne, Maono. Hier haben wir dann noch so einen Aufkleber mit Seriennummer. Hinten haben wir dann XLR. USB. Ach, warte, das mache ich mal so. XLR-Anschluss. USB-C. Licht, also ich denke mal, da können wir Licht an und aus oder vielleicht so erstellen. Und hier können wir Kopfhörer anschließen, dass wir praktisch uns selber hören, wie das Mic ist gerade. So wird dann, wenn man den Schalter und den Knopf sehen will oder halt so von der Seite. Wobei ich das so eigentlich schon ganz gut finde, vor allem dann kann man immer gleich drücken. So, und auch hier Schaumstoff ist gleich drum. Wir gucken ja mal rein.
Sieht alles gut verarbeitet aus. Man muss ja auch gucken, von wo man dann reinsprechen muss. Aber so, wenn es so ist wie hier auf dem Bild, ja, auf dem Standfuß, ja, so, dann soll man, denke ich mal, hier reinsprechen. Also, dass man sich das so anhängt, zum Beispiel. Spinne ist jetzt nicht mit bei. Ist bei vielen aber heutzutage leider keine Spinne mehr mit bei. Ja, was haben wir denn hier? Oh, da ist aber viel mit bei. So. Da haben wir dann einmal den Standfuß. Den werden wir auch gleich mal ranmachen, damit das hier besser aussieht. Weil wir haben ein großes Gewinde. Und dahinter, da unten, da ist auch noch ein kleines. Seht ihr das? So, fest. Auch hier kann man logischerweise locker machen. Und dann auch festziehen. Und dann ist es fest. So wie man es gerade haben möchte. Ja? Legen wir mal beiseite. So. Was haben wir hier? Achso, das ist das einfach nur, damit keine Feuchtigkeit da ist. Und dann haben wir hier noch eine Adapterschraube. Die können wir dann halt in eine große Winde reinmachen und es ein bisschen verkleinern. Und hier ist dann der USB-C. Der wirkt schon lang. Gucken wir mal, ob er wirklich lang ist. Ich bin mal gespannt, wie es klingt. Also beim letzten Mal Ono war ich echt sehr, sehr positiv überrascht. Für den Preis so eine Leistung. Oh ja, das geht. Das geht. Das ist lang. Das passt super. So, dann haben wir hier einmal USB-C, was wir natürlich ins Mikrofon machen. Und dann haben wir hier einen USB-A-Anschluss. Also einen ganz normalen USB. Mit einem Pinöppel, wie ihr hier schon seht. Das heißt, ihr könnt das hier abziehen. Und wenn euer PC USB-C hat, könnt ihr das auch gleich in den USB-C von eurem PC machen. Ich werde es oben anschließen. Oh, ich darf wieder essen. Also es ist gerade 11 Uhr, ich mache so ein Teilfasten. Ich darf halt von 19 bis 11 nichts essen und ab 11 darf ich wieder essen. Das heißt, ich kann jetzt wieder essen, werde ich mir auch gleich Essen machen, ich habe nämlich schon Kohldampf. Und dann kann man das dann halt aussuchen, wie man es betreiben will. Und es ist auch gut, dass es an so einem Pinöppelchen dran ist, dass es nicht, ja, abhanden kommt, weil so ein Ding verlierst du auch mal schnell. Ja, dann ist es weg. Ist geil. Ich bin mal gespannt. Ich bin auch auf die Optik gespannt und die Software. Da ist ja auch Software mit bei. Müssen wir jetzt nur gucken. Welche Seite war Deutsch nochmal? Seite 13. Müsst ihr denn erklärt werden, wo wir die Software herbekommen? 11, 12, 13. Hier haben wir es. Also eigentlich, wenn es eine USB-Software ist, müsste der das ja automatisch runterladen. Aber die hier... Ah, hier der Link-Guide. Das ist halt wieder was anderes. Aber hier ist doch kein Deutsch. Ah, hier. Ab Seite 16. Also da ist wohl was schief gelaufen. Bis Seite 30. Da stimmen die Seitenanzahl nicht ganz überein. Ah,
Ich denke mal, die Software kriegen wir auf der Webseite von Manolo einfach so. Aber ist auch gut alles erklärt. Auch schön mit Bildern und. Achso, hier. Man soll vorne reinspringen. Nicht hochkant. Ah. Also. Nicht so. Wir sollen so reinsprechen. Also praktisch hier vorne rein. Da werdet aber dann natürlich besser, wenn wir uns das so hinstellen. Weil da können wir dann ja natürlich gleich hier drücken und hier drücken und auch hier stellen. Das macht sich natürlich hier unten doof. Ja. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal sehr, sehr, sehr gespannt. Oh, hier stehen noch die RGB-Modis drin. Wir haben auch Rainbow und so. Oh, ich will hier nicht so weit gucken. Das will ich selber testen. Aber sonst steht hier nichts Weltbewegendes drin, was wir nicht schon wissen und nicht kennen. Also wie gesagt, ihr bekommt das Mikrofon. Das stellen wir mal hier so seitlich hin. Dann bekommt ihr eine Anleitung. Einen langen USB-Kabel mit Adapter. Also ihr könnt den PC mit USB-A oder mit USB-C einstecken. Und eine Adapterschraube für die Gewindenummer habe ich vergessen. Wie viel Millimeter das. Ja, seht ihr das? Könnt ihr denn verjüngen praktisch da. Seht ihr das? Also das kommt da rein. Hier von außen. Ja, und dann habt ihr hier innen drin so ein kleines Gewinde. Ja. So. Nichtsdestotrotz würde ich mich jetzt für das Unboxing verabschieden. Und wir sehen uns gleich. Erstmal muss ich was essen. Im Hardware-Video, wenn wir das anschließen werden, testen werden, also Testaufnahmen machen, ohne Filter und uns dann zusammen anhören werden und wir werden uns die RGBs auch angucken, wie die leuchten. Ich bin mal sehr gespannt. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.